Justus Nieschlag, du hast viele große Rennen schon bestritten, Europameisterschaften, WTCS, Olympia, jetzt deine erste Weltmeisterschaft im Ironman-Zirkus. Wie weit fühlst du dich auf dieser Tour angekommen? Ja, also ich habe ja in dem Format jetzt auch noch nicht so super viele Rennen gemacht, von daher ist es schon was Neues. Ja, fühle mich jetzt vielleicht noch nicht 100% angekommen, bin noch ein bisschen nervöser als wahrscheinlich normal vor so einem Rennen, weil ja gewisse Abläufe doch irgendwie anders sind und auch das Rennen hier ist ja speziell nochmal anders als jetzt, sage ich mal, ein normales 70-3-Rennen. Wir haben eigentlich eher eine ITU-Wechselzone, was mir vielleicht dann entgegenkommt, dass ich nicht irgendwas vorher aus einem Beutel oder einen Beutel suchen muss, sondern habe alles parat in der Kiste, so wie ich das von den letzten Jahren kenne. Und ja, auch sonst sind so ein paar minimale andere Regelungen, aber ich denke, soweit läuft das alles. Wir hatten gerade Briefing und von daher sind wir da gut gerüstet. Inwiefern, es ist jetzt nur die Wechselzone, aber inwiefern ähnelt dieses Rennen einem ITU-Rennen? Ja gut, die Besetzung ist ja, sage ich mal, ehemals ITU geprägt, also extrem viele ehemalige Kurzdistanzler. Ist ja ganz schön, dass man sich dann hier in der anderen Welt, hätte ich fast gesagt, wieder trifft. Ja, aber auch so ist es eigentlich, denke ich, ja, ein schnelles Rennen oder wird ein schnelles Rennen, wird ein hartes Rennen. Ja, wie gesagt, sind halt nur so Sachen wie 12 Meter Abstand, Drafting-Zone. Da muss man sich, denke ich, auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Das hatte ich jetzt auch noch nicht so oft und ja, von daher gucke ich mal, lass das mal so ein bisschen hier auf mich wirken, die ganze Geschichte, und schaue mich noch mal ein bisschen um und dann bin ich ready. Was nimmst du dir vor für das Rennen? Ja, das wird mal wieder so eine kleine Wundertüte. Also ich hatte ja gesagt, wenn die Vorbereitungen gut laufen, dann kann das ein richtig gutes Rennen werden. Jetzt liefen die Vorbereitungen leider nicht so besonders prickelnd. Muss nochmal eine kleine Laufpause einlegen, habe aber alles nochmal versucht zu richten. Ja, habe mich nochmal eine ganze Woche sozusagen in Intensivbetreuung begeben. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie die Laufperformance so aussieht. Ja, Schwimmen und Radfahren lief soweit sehr gut, da bin ich gut durchgekommen. Und ja, den Rest wird sich dann im Wettkampf zeigen, wie es so läuft. Was sagst du zu der Strecke hier in Lahti? Es sind jetzt doch ein paar mehr Höhenmeter als ursprünglich mal angegeben. 700 Meter auf der Radstrecke, wohl 200 Meter pro Laufrunde. Kommt dir das entgegen? Ja, ich denke schon. Also bis jetzt habe ich ja, ja schon eher hügelige Wettkampfstrecken bestritten auf der Mitteldistanz. Und ja, ich werde es mir jetzt gleich nochmal live auf dem Fahrrad angucken, so ein Stück. Bin es aber vorhin schon die andere Hälfte mit dem Auto abgefahren auf dem Weg hierher. Und ja, von daher, das rollt eigentlich ganz gut. Also das sind jetzt keine richtigen Berge, die man da hochfahren muss, sondern gefühlt rollt man überall die Hälfte schon mal hoch und drückt dann oben noch kurz über die Kuppe. So ein paar Gemeinheiten haben sie dann schon noch eingebaut, wie direkt hier vor Wechselzone 2. Muss man nochmal richtigen Stich einmal hoch, um auf der anderen Seite wieder runterzufahren. Also auch eine spannende Geschichte. Aber ansonsten denke ich, liegt mir das eigentlich ganz gut, wenn nur ein paar Höhenmeter drin sind und ja, man zwischendurch auch mal die Position wechseln darf. Wenn du dir ein Rennen schnitzen könntest, wie würde das Rennen am Sonntag aussehen? Ja, also ich würde halt gerne vorne mit der Gruppe aus dem Wasser kommen. Ja, dann natürlich vorne mitfahren, so lange wie es geht. Und vielleicht kann ich auch ein bisschen mit fürs Tempo sorgen. Das schauen wir dann mal. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass beim Laufen ja, das Fahrwerk sozusagen hält und ich jetzt in den letzten Wochen vielleicht nicht zu viel von der Lauf-Performance eingebüßt habe. Und ja, dann lasse ich das mal auf mich zukommen. Noch ein Wort zur Kurzdistanz. Hast du mit Olympia und den olympischen Distanzen, also der Kurzdistanz, abgeschlossen? Ja, soweit schon. Also ich kriege das ja noch mit, bin ja noch in Saarbrücken und jetzt war ja gerade das Testevent, also verfolgt das schon oder lässt sich ja auch nicht vermeiden, sage ich mal. Ich trainiere ja auch mit einigen Kurzdistanzlern noch in Saarbrücken und ja, an das Thema habe ich für mich einen Haken dran gemacht und freue mich jetzt eigentlich hier über die neuen Aufgaben, die ich mich euch erstellen kann und den neuen Herausforderungen. Von daher bin ich da mittlerweile sehr happy mit der Entscheidung. Wir sind gespannt, was bei rauskommt. Viel Erfolg für dein Rennen. Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank.